Yo. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von meiner Seite. Ja, heute mal, wie ihr schon im Hintergrund seht, ist es heute ein sehr, sehr wichtiges Video. Und zwar, ich stehe vor, im Anführungszeichen, größten Projekt, was ich bisher in meiner Laufbahn habe. Ich bin auch gerade in einem akustisch verbesserten Raum. Sollte man vielleicht merken, doch, ich denke schon, dass man das merkt. Also, ich habe ja unter anderem den Traum, der eine oder andere wird es wissen, etwas Musisches zu produzieren, aber darauf will ich jetzt nicht hinaus. Und zwar, ihr seht hier im Hintergrund eine Website, die sich Filmklappe nennt, mit KL. Und die bietet so, ich bin etwas krank, das hört man vielleicht. Deswegen muss ich immer ab und zu einen Schluck aus der Pulle nehmen. Und ja, hier seht ihr jetzt auch noch, da seht ihr im Hintergrund noch ein bisschen was davon. Und ja, also das ist eben etwas, wo man sein Video einschicken kann und da wird man dann eventuell gekürt und wer kann da sonst mitmachen, also es geht eben im Bereich Schüler, als BT1 und natürlich liegt das Ganze nicht an BT1, sondern ihr kommt hier ins Spiel und zwar habe ich auch, ihr seht in der Beschreibung unten ein Brainstorming-Skript, also ein Brainstorming zum Skript. So in etwa wird auch das Skript aussehen des Videos, was ich produzieren will. Und es ist wirklich was Aufwendiges. Es geht nämlich darum, um die Geschichte, um die Idee, um den Ablauf eines Tages von einem überdrehten YouTuber. Mit Aufnahme, mit Schule, mit geilen Locations, mit Kooperation, mit Friend, mit Product Placement, mit allem, was so ein guter YouTuber eben hat. Und ja, jetzt werde ich noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Also ich würde mir wünschen, dass sich jemand meldet. Ganz, ganz klar ist, wenn sich Leute da melden, also für Drehrollen, vor allem Leute hinter der Kamera, Tontypen, alles Mögliche, denn es ist ein Projekt, das ich sehr gerne mit anderen Leuten zusammen machen würde und ich brauche auch das ein oder andere, deswegen meldet euch, wenn ihr Bock habt mitzumachen, es geht vor allen Dingen um Lust und Laune, es geht vor allen Dingen darum, um Spaß zu haben und um was Geiles zu erzählen, um kreativ zu sein und um diese kreativ durch visuell verdeutlichtes Bewegtbild auszudrücken, Punkt. Ja, ich brauche unter anderem Leute hinter der Kamera, denn ich werde, wahrscheinlich werde ich es, aber wenn jemand Gescheites daherkommt, der es besser kann, und da sind natürlich ein paar, werden dann die Hauptfigur spielen und aktuell setze ich mich selbst darauf an, ich brauche Leute hinter der Kamera, ich brauche Leute vor der Kamera, da sind dann geile Rollen, man hat, wie gesagt, die Chance auf die Hauptfigur. Man muss sich eben einfach nur melden. Kontakt mit mir dann. Das Ganze ist übrigens regional. Also jemand aus Süddeutschland. einer gewissen Stadt in Sachsen, sorry. Sollte sich dann vielleicht nicht melden. Außer er ist bereit, Bahnkosten etc. aufzubringen und mit mir genügend Kontakt aufzunehmen. Man hat unter anderem auch die Chance auf eine, so eine Brasselmutter, so eine typische Mutter, die einfach nur so nervt und brasselt. Wie gesagt, Skript ist in der Description und da ist ein Link zu Mediafire und da könnt ihr es dann runterladen. Ich brauche noch einen Freund, also quasi einen anderen YouTuber, der übertriebenes Product Placement macht und sich auch so vor der Kamera zeigt. Das Ganze ist wirklich, man braucht nicht vor der Kamera sein, man kann auch hinter der Kamera sein, darum geht's nicht. Ich werde ein, zwei Leute auch noch persönlich anschreiben, die ich schon so, ich sag jetzt mal, als sehr, sehr gute SchauspielerInnen bedingt habe. Aber viele kenne ich ja eben nicht und viele Talente kenne ich nicht. Und ja, dann brauche ich noch einen Lehrer, der einen Lehrer spielt. Also wer Bock hat darauf, gerne melden. Ich brauche natürlich auch Schüler. Da werde ich dann versuchen, circa 5 zusammenzukriegen, die dann halt in den Klassenraum postieren. Das Ganze wird nämlich an meiner Schule und zwar wohne ich, wissen die meisten, wo ich zur Schule gehe, das ist das Gimme Books Süd und da werde ich dann in, in irgendeiner Stunde, die frei ist, eventuell könnte es sogar die 9.10. werden, wahrscheinlich aber nicht, dann was drehen, was weiß ich, das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen, was aktuell im Skript steht, das Skript ist natürlich noch nicht fertig, Brainstorming Skript an der Stelle, ich brauche noch, ich brauche noch einen Freund. Jetzt, ich habe hier auf meinem Zettel in Anführungszeichen am Fahrradständer. Im Skript ist das genauer erläutert. Und ich brauche noch einen PR-Boss. Also ein Typ, der so in Hemd und Krawatte und so richtiger Boss halt.
wie gesagt, dazu in dem in der Description. Ich hoffe, dass sich Leute melden. Ich hoffe es, dass die Leute Bock darauf haben. Und wenn sich jemand meldet, egal was er macht, er kriegt im Prinzip das. Also einfach melden und es, wir können zusammen was erreichen. Wir können zusammen wirklich da, ich habe mir auch schon ein, zwei Sachen angeguckt, wir können tatsächlich Sieger werden und das wäre doch für jeden was. Dann, mehr gibt's eigentlich nicht. Gute Laune, sag ich nochmal, wird Teil sein und ich hoffe, ihr meldet euch und das ist das Wichtigste und das größte Projekt aktuell in meiner Laufbahn und ich hoffe, ihr meldet euch. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn sich Leute melden. Ich sage, bis zum nächsten Video von mir. Es wird jetzt übrigens aufgrund dessen bis zu FIFA 17 nichts mehr kommen. Ich habe noch einen Monat Zeit, das Video zu drehen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.